Hallo So, Ella. so, schreibt sie. Herzlich willkommen zum nächsten Stream der Bros. Erlebt mit uns, wie sie Menschen töten, sie an ihrer Schweine verfüttern und nebenbei erst kürzlich Kubi aus der Pestkontrolle befreit haben. So sieht das aus. Das stimmt, Kubi war in der Pestkontrolle unterwegs. Ja, aber... Spudermon wurde auch gezeigt. Also ich kann euch sagen, das letzte war PS4 Pro, das war ein großartiges Spiel. Jo. War sehr, sehr geil. Also hat echt Spaß gemacht, da einfach nur rumzuschwingen. Mhm. Ein neues oder irgendwie ein Remake oder so? Miles Morales ist doch der von diesem Comic Spider-Man, ne? Was ist denn jetzt los? I don't know. Der Leak. Hat nicht mehr viel mit dem klassischen Spider-Man zu tun. Okay, das ist natürlich, weiß ich nicht, wie ich das finden soll. Ja, das ist halt dieser andere Spider-Man halt. Ja, genau, Tex Ways. Ja. Das hatten wir auch schon mitgekriegt. Demon's Souls kommt, by the way, nicht für PC. Wurde vor zwei Stunden bestätigt, ja. Neu, sah auch echt super aus. Geil. Das wird interessant werden morgen dann, ne? Neues Spoolyman? Ja, mal schauen. Ich weiß es ja nicht, ich habe es ja noch nicht gesehen. Aber neue Spiele sind immer geil. Synal, sehr, sehr gerne. Oh, Mikroelektronik, das war nice. Dann schreib den einfach mit in eine Resub-Message. Jotake, danke für deinen 57-monatigen Sub. Gerade erst gesehen, vielen Dank. Krygon, danke auch von mir für Prime 25. So. Was forschen wir denn als nächstes? Wir brauchen jetzt einen Hightech-Labortisch, eine Funkanlage und orbitale Handelsbarke. Mhm. Okay, ich dachte, wir können auch mal Richtung Prothesen gehen. Wofür? Bionische Gliedmaßen, Rippenimplantate, Bionic Spine. Dann können wir zum Beispiel die Rückenschmerzen oder so alles. Wir können uns zu Supermenschen machen dann. Ja, warte, ich mache erstmal hier den... Das mache ich erstmal dahin. Also, was ist denn... Was bisher geschah? Ja gut, dann erzähl. Nee, ich frag dich ja. Was? Du warst auch dabei? Ja, gab ein paar Angriffe. Das wurden Ferkel zu Fleisch verarbeitet. Wir haben ein neues Gefängnis hier links. Ja, hier. Ja, das ist unser neues Gefängnis. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir Felicia da nicht umziehen lassen dahin. Die hat da nämlich nichts mehr verloren da drin. Die ist viel zu warm da. Ja, wenn die Knarren da sind. Okay. Also wir sollten da schon Knarren hinmachen. Ich bin jetzt hier gerade dabei, dass ich hier die Funkzentrale nochmal hinbaue. Aber na klar, Sinal, danke für 22 Monate. 2 Biber für jeden 11 Monate. Gibt's diesmal einen Biber-Klatsch, aber sowas von Biber-Set brauchst du da gar nicht schreiben. Biber-Party will ich hier sehen von dir, Sinal. Und dann Restop! Und dann so Bock, Sinal. Hat funktioniert. Und das war aber auch einer, der sich gewaschen hat. Dankeschön. Ja, wehgetan, das stimmt. Nur ein bisschen, nicht nur. So, jetzt haben wir hier unser Spielzimmer ist auch fertig. Was machst du denn hier? Achso, Sessel aus glattem Leder. Also die sitzen besser als unsere Kolonisten, die Gefangenen. Nee, die haben da auch gute Sessel da unten. Was haben wir mit unserem Bier? Haben wir noch Bier im Haus? Exzellent und gut, die beiden Sessel in unserem Party-Raum. Ey, wir haben kein... Achso, ich hab Bier. Wir haben Bier verkauft gehabt, ja. Das hat auch ein bisschen Knete gegeben, ne? Alright. Hat Kubi nicht eigentlich Dark Souls 3 mit Maus und Tastatur gespielt? Nein, um Gottes Willen. Nee. Dafür haben wir tatsächlich extra einen neuen Controller gekauft. Und die ist es trächtig. Dann nehmen wir das mal weg. Ah, okay, warte mal, glattes Leder. Warte mal. Ich glaube, unsere Tiere sind, ja, die sind auch erstmal wieder eingesperrt, damit die Leichen aufessen. Ja, das ist noch viel zu viel davon, ne? Morgen können wir das wieder freilassen. Okay, ich vergrößere mal hier den Schweinestall. Rathorat, grüß dich auch. Moin, Thorsten, hallo. Mahlzeit, grüß dich, hi. Herzlich willkommen, herzlich kein willkommen. Kein Bier im Haus? Ja, nee. Nur Gemüse. Oh, hatte vorhin ein Mid-Roll-Werbungserlebnis. Streamer spielt Spelunky 2. Er stirbt, regt sich voll auf. Gut, dass ich das nicht alle sehen musste, weil 5 Werbeclips hatte. 5 TCP? Oha, moin erstmal, hallo. Ja, sowas ähnliches habe ich eben auch schon auf Twitter gesehen. Da gibt's Tobi, wir spielen mit ein paar Mods. Rimsenal, hauptsächlich Rimsenal. So, dann noch Warlight als kleine Convenient-Änderung, muss ich auch sagen. Warlights sind der Wahnsinn. Ja, das sollten die Vanille einbauen. Diese Warlights hier, die nehmen keinen Platz weg. Diese komischen Lampen, die da immer im Raum rumstehen, das ist wie unsere Lampe da in der Ecke. BRD, HZE, jetzt hat geklappt. Grüß dich. Hallo. Diesmal bemerkt, wa? Herzlich willkommen. Ohne Bio-Banane. Bio-Glue-Eye. Mit Prime Sub 20 Monaten. Dankeschön. Vielen Dank, Bio-Banane. Danke für deinen Support. Die Midrolls sind einfach nur todespeinig. Du, ich hab diesen Tweet von dem Streamer gesehen, der halt das PS5-Event gesehen hat und dann eine Midroll bekommt und sich dann drüber aufregt. Hey, Twitch! Und dann denke ich mir nur so, hey, du bist doch Streamer, dann hol du dir doch jedenfalls Turbo, wenn du irgendwelche Sachen präsentieren willst. Kann man machen, ja. Ja, wir haben Turbo. Ruvenar ist trächtig.
Ja, einige. Nicht die Mama auch. Mhm. Kai Schork, hallo. Dylan, hast du das gehört? Nicht die Mama ist trächtig. Nee, Rowena ist trächtig. Nein, davor auch schon welche. Ach so, nicht die Mama auch. Wieso hast du die Schweine rausgelassen, oder nicht? Hab ich nicht. Ach so, warte, ich schick die mal rein. Ja. Na, was ist hier eigentlich los? TCP, komm mal her, mach mal ein bisschen Arbeit hier. Biber Turbo, ja, Biber Turbo. Ihr ganzen Alpha-Biber, ihr habt alle Biber Turbo. Richtig, Tür, ich grüße dich auch, moin. Hallo. So, jetzt geht mal hier ran, da, die sind doch noch alle gut hier. Aber Tür war doch auch so ein nordischer Gott, ne? Ja. Nordischer Kriegsgott oder so. Weiß ich auch, Smite. Sabi meditiert? Wahrscheinlich auch im Real Life gerade. Ja, damit sie nicht durchdrehen wahrscheinlich. Oh. So, wie sieht das aus mit dem Boden hier? Hast du hier gerade Sandsäcke aus glatten Leder gebaut? Ja, klar. Ist das... Warte mal, was denkst du, was das hier für Bodenplatten sind? Platte aus Granit? Es könnte Granit sein, ne? Siehst du doch, Schiefer ist das. Ah, toll. Ja, dann brauche ich da aber Granit hin. Wir haben keinen Schiefer, deswegen. Ja, der hat bei euch doch schon geworfen wie ein Weltmeister. Ich weiß, aber der hat einen Nah, der legt die ganze Zeit nach. Schon geworfen wie ein Weltmeister. Sag mal, ist das denn echt auch so mit dem, Dylan? Ist das denn echt auch so? Zum ersten Mal die Portable Maschinengewehre von Rimsener ausprobiert. Die sind einfach der Shit. Die rotzen Bullets raus, als wäre es nix. Ja, da gibt es auch dieses Heavy MG, ne? Da gibt es ein paar coole Sachen bei Rimsenal. Warte mal, naja, ich will nur hoffen, dass wir die Werbung nicht irgendwann in den Streamfeed kloppen. Weil bis jetzt klappt U-Block noch perfekt und ich gönne es Twitch mit jeder Phase meines Körpers. Ja, Bursi, bis Twitch nicht mehr da ist. Ja. Kann man endlich mal was anderes machen, ne? Ja! Mad Skills? Keine Ahnung, Surio. Thorsten hat gelegt, dass er gebannt wurde, weil er schwedischen Akzent hat. Mit Sicherheit nicht deswegen. Ja, natürlich. Doch, genau deswegen, Coop. Mit Sicherheit nicht. So, wir brauchen da noch einen Stromanschluss-Mock. Was ist hier mit Strom-Mock, Elektromock? Ja, dann leg ein Kabel darüber. Oh, extra dahin. Für die Gefangenen auch noch? Ach gut, ich weiß nicht, ob ich das oben rumlegen soll. Hier oben rum? Oder irgendwie von unten? Oder mittig will ich eigentlich nicht. Ich mach das hier unten. Bussi, hast du eine Quelle? Bussi sucht wirklich seit 3 Tagen eine Quelle. Hast du eine? Ich finde keine und andere Leute finden auch keine. Ja. Ob das viel Plus macht. Ob das überhaupt Plus macht? Ja, genau. Das vermuten nämlich viele. Und tatsächlich, in erster Instanz denkt man auch selber erstmal in diese Richtung. Aber beweisen kann man das nicht. Der eigene Eindruck kann oft sehr, sehr täuschen. Ich kann auch aufhören, an euch zu gucken, wenn ihr euch schon über mich lustig macht. Deine Einstellung ist halt einfach scheiße gegenüber Werbung. Tut mir leid. Und wenn das deine Schlussfolgerung davon ist, dann gut, dann musst du das tun. Richtig. Jetzt kann ich diesen... Oh Gott. Na super. Ich versuch's nochmal. Ah, durch den Mod kann man den XP-Verfall ändern, also ausstellen. Nur bis zum letzten vollen Level oder erhöhen. Okay. Also ich finde das aber, wie es im Spiel selber drin ist, schon gut gemacht, dass wenn man Dinge halt gar nicht mehr macht, dann fängt man ja auch an, die langsam zu verlieren. Finde ich jetzt nicht so schlimm. Also fand ich, aber das kann man halt damit ändern, wenn man das gar nicht macht. Na klar. Okay, wir haben jetzt einen Hightech-Labortisch, aber den kann ich leider nicht demontieren. Das heißt, ich muss ihn nochmal abreißen und wieder hinbauen. Okay. Schade. Also der ersetzt den nicht. Oh, was ist hier los? Sonneneruption. Sonneneruption, okay. Es soll in etwa einem Tag vorbei sein. Pass auf, jetzt kommt ein Angriff gleich. Ich sehe das auch schön kommen hier. Wahrscheinlich, ja. Insanity, grüß dich, hi. Ich sag mal so, ich finde, den Kampf gegen die Werbung zu führen, wird die Situation nicht lösen. Zumindest nicht auf die Art, wie er geführt wird momentan. Nee, es wird es nicht lösen, garantiert nicht. Wird es nicht verbessern. Das Ding ist, wir haben das doch alle schon mal erlebt, wie es wird, wenn man zu viel davon wegblockt. Dann gibt es auf einmal Seiten, die vorher komplett for free waren, wo man gar nicht mehr reinkommt im Adblock. Ja, richtig. Das steigert sich immer mehr. Ja. Und am Ende sind alle die Gelackmeierten. Tinnybug, das ist ja schon ein bisschen länger so, ja? Ja, das stimmt, das ist schon ein bisschen länger. Aber fanden wir auch nicht gut, weil was wegnehmen ist immer ein schlimmeres Gefühl als was bekommen, ne? Das, ja. Wie gesagt, ich finde das halt, fand ich auch nicht gut, aber es hat seine Gründe gehabt, denke ich. Das machen die ja nicht aus heiterem Himmel. Nee, genau.
Mia Mautsch, grüß dich, hi. Hallo Mia, ein wunderschön. Und Bloldi. Bloldi, grüß dich, hi. Ist wirklich, Rimworld ist ein großartiges Spiel. Vor allem Multiplayer. Marcel, ja, aber nicht on Stream. Und das ist auch schon sehr lange her, wo Mock das mal geschafft hatte. Auf dem Stream irgendwie ist das anders. Da passieren immer schlimmere Sachen. Ich weiß nicht, ob der Chatter oder Twitch oder das irgendwie da Einfluss drauf hat oder nicht, aber passieren immer schlimmere Sachen dann. Ja. Ja, genau, Lapskaus. Es ist halt erstmal so. Klar kann man sich davon wegentwickeln, aber weiß nicht. Ne? Raus mit euch. Die Art und Weise ist halt auch immer ausschlaggebend. Ja. Du, im Endeffekt, ne, dafür kann man halt for free irgendwelche Seiten besuchen. Schiebt die Schuld auf uns. Nee, die Schuld nicht. Das ist nur trotzdem eine andere Erfahrung. Nee, die Mod in den Chatnamen haben wir nicht drin. Ja, nein. Wir machen das noch. Wir sind noch Freunde der Handarbeit. Wir nutzen die, wir benennen die manuell. Ja, also wenn ich hier mal so eine Katze irgendwo sehe, dann könnte da schon die Miau-Maus werden auch. Oh, du holst ja nicht schon wieder Viechzeug ins Haus. Ja. Ey, wir haben ein Eichhörnchen. Ja. Wir hatten Waschbären. Okay, wir haben Platz frei. Wir haben eine Ratte. Ja. Wir haben Meerschweinchen. Das stimmt. Wir haben Eichhörnchen. Auf. Und ich ziehe mir jetzt auch noch einen Karnickel. Oh, na gut. Hey, der Lux ist gut. Das Bossgranat ist bester Freund. Der kämpft mit. Freund in Handarbeit. So sieht das aus. Hier. Ein wunderschöner guter Tag. Einmal hier Kamera. So sieht es nämlich aus. Oh, ich habe bisher 2 Stunden die Kamera vergessen. War das vor der nach der Erneuerung mit dem Hochfahren von Reaktor, wo jetzt jeden Tag 100 Piraten kommen? Also, ich wurde gerusht, ja. Die Sache ist halt die, wenn du das Raumschiff fertig hast, musst du es erstmal hochfahren. Das stimmt, und dann kommen richtig viele Angriffe, weil das irgendwie so eine Strahlung aussendet, ne? Energiesignatur, und dann kommen die halt die Mechs und so weiter, und alles andere kommt da halt auch. Das Lustige war, also ich sag mal so, es sind nicht alle entkommen. Ja. Ich wollte 6 Leute oder 7 Leute mitnehmen, aber 3 waren dann schon drinne und die 4 haben die Stellung gehalten. Oh, ein Hase wurde zahm. Da ist er. Wir haben einen Hasen. So, Leute, wer möchte denn der Hase gerne sein? Da quiekt er. Natürlich, da sind wir uns ja auch einig, komplett. Wenn Werbung... Ey, RNG-Werbung ist scheiße. Ja, und Werbung im Übermaß ist genauso scheiße. Da sind wir uns auch komplett einig. Aber man sollte sich auch die Frage stellen, wie es denn dazu kommt. So, wer will das hier? Oh, Kikos. Wie gesagt, das ist auch eine ganz andere Aussage, Bursi. Eine ganz andere, wenn du sagst, RNG-Werbung ist scheiße, bin ich komplett bei dir. Absolut richtig. Ne? Finde ich halt auch. Finde ich halt auch kacke. Komplett nervig. Vor allem auf Twitch. Auf YouTube ist das eine Sache. Da hast du halt das pausierte Video dann. Ja. Da klickst du nach 5 Sekunden weiter und dann geht das weiter. Ja. Auf Twitch ist aber Live-Content und das ist halt kacke dann. Wenn wir irgendeinen Dialog mit euch führen, wenn wir irgendeinen coolen Bossfight haben, irgendwas Cooles hier in Rimworld passiert, irgendein krasser Angriff oder sowas und dann halt Werbung bei einigen Leuten reinkickt, ist das halt mega schade, wenn diese Leute das dann verpassen. Genau, ist halt kacke. Wir müssen halt erstmal gucken, wir wollen jetzt auch erstmal abwarten, wie sich das alles herauskristallisiert. Es gibt ja, ich habe es so verstanden, dass wenn wir manuell Werbung schalten, dass alle Leute dann halt keine Werbung bekommen. Ähnlich wie bei diesem Pre-Roll, wenn man den Kanal joint. Und dann müssen wir halt gucken. So müssen wir halt automatisierte Werbung machen. Einmal die Stunde 60 Sekunden. Ja, dann haben das halt alle. Ja, wenn das die Midroll entfernt, ja. Ja, genau. Aber da kann man sich darauf einstellen entsprechend. Aber schon wieder wird dieses Thema so groß aufgemacht und so. Wir wollen doch hier eigentlich eine gute Zeit haben und uns nicht abfangen, oder? Abfangen machen andere Kanäle doch genug. Textaways Umsatz ist nicht gleich Gewinn. Ja, das kommt auch dazu. Weil mehr Zuschauer heißt auch mehr Traffic. Kai Shop, nein, wir haben keinerlei Einfluss, welche Werbung kommt. Nein, das finde ich auch nicht gut. Nicht 100% Kai Shop. Also wir sind hier Partner seit 2014 und wir haben das Einzige, was wir können, ist manuell sagen, jetzt Werbung. Aber nicht welche. Nee. Ja, wie viel, das stimmt, ja. Also das stimmt. Krass, gestern ging es bei den Streamer nur darum, dass der Chat gesagt hat, dass er doch bitte eine Werbung schalten soll, damit es nicht im Finale kommt. Ey, das ist halt irgendwo, das ist halt doch schade. Ja, wie gesagt, die sammeln ja jetzt erstmal Daten und so weiter, ne? Also so habe ich das ja halt auch herausgelesen, genau. Dass es Daten gesammelt werden. Inwiefern das dann halt ablaufen wird und wie häufig man das schaltet und so weiter und so fort. Genau, oder von Lego erzählen, dadurch wird ja das Gameplay nicht unterbrochen, ne? Gönnt euch Lego, nicht die Mama, gönnt sich hier auch die Ferkelchen. Ne? Ey, Bursi, I don't know, aber im Endeffekt, ich sag mal so,
wir machen auch ein bisschen mehr Sellout. Warum machen wir das? Denk mal drüber nach. Stimmt, stimmt. Denk mal drüber nach. Nicht, weil wir da ganz viel Bock drauf haben. Wir würden auch gerne wieder so, ne? Also es gab eine Zeit, da haben wir halt 3 Sponsoren gehabt und 1500 Subs. Ne? Das kommt halt nicht von irgendwo her. Hm. Ja, Memphis, ja, das stimmt. Das kann man natürlich auch so sagen. Aber auf der einen Seite, ne, weil man Hundescheiße nicht mag, dann sollte man nicht wechseln zur Katzenscheiße. Genau. Memphis, ne, das ist halt beides nicht so gut. Aber das ist halt die Wahrheit dahinter, ne? Und der frohe Teddybär mit dem Primigen 13 Monaten am Start hier. Vielen, vielen Dank dafür. Der frohe Teddy, Dankeschön. Danke dir, Teddy, Mann. Dankeschön so, für 13 Monate. Zu diesem freudigen Anlass. Haben wir auch einen neuen Rekruten. Felicia ist der Kolonie beigetreten. Oh. Wir haben es endlich geschafft. Was kann sie denn? Sie kann schießen. Langsamer Lerner und Pessimist. Achso, gut. Ich wollte schon sagen, Pazifist hier. Nix hier. Aber wir haben auf jeden Fall einen Jäger, der genauso gut ist wie Bossgranaten jetzt. Hm. Das ist sehr, sehr gut. 13 Fernkampf mit 2 Flammen hat Felicia. Mhm. Ja, Mia, wir müssen mal gucken, was am Ende dabei rauskommt. Ne? Wenn man das dann, sag ich mal, gewollt umgehen kann, indem man einfach manuell ein bisschen mehr Werbung schaltet und da ein bisschen mehr Kontrolle drüber hat und wo man sagen kann, okay, einmal die Stunde machen wir dann halt eine Minute Werbung. Ich meine, das wird jeder verkraften können und das hat dann jeder auch gleichzeitig und dann gibt es halt keine Midrolls mehr für irgendwelche random Leute. Das wäre ja super, wäre eine coole Lösung. Ja, müssen wir halt gucken, ne? Wenn wir das auch automatisiert machen können und so weiter. Genau, das dann achten wir drauf, wenn der Bot das kurz in den Chat schreibt, so hey, jetzt eine Minute kurz Werbung, automatisiert, dann wissen wir Bescheid, machen nichts Krasses oder so. Genau, reden dann nicht weiter und so weiter. Weil ihr wisst, die Krassheiten, die wechseln sich ja ab, geben sich hier die Klinke in die Hand. Die Krassheiten. Ja, ihr wollt am Ende des Tages einfach auch leben. Bei euch gilt aber zu unterscheiden, wie ihr es macht. Und da sehe ich das Problem nicht, beispielsweise. Es ist humorvoll und vertritt trotz allem moralische Werte. Ich finde es okay hier, so als Beispiel. Mhm. Danke dafür, nicht die Mama. Genau das, so wollen wir das auch machen. Das macht doch mehr Spaß für alle, ne? Absolut. Wenn wir ab und zu mit so einem Augenzwinkern so ein paar Aussagen tätigen, natürlich. Absolut. Wir sind, ich sag mal so, wie es ist, wir sind halt aber auch keine guten Bader. Das sind wir auch nicht. Nee. Das sind wir nicht. Ganz ehrlich, ich mag das nicht. Ich mag das überhaupt nicht. Ich habe da kein Talent für, das irgendwie cool auszudrücken, dass es irgendwie, ey Leute, was ist los? Machen wir nicht 1-1 voll oder so? Keine Ahnung. Mhm. So. Ich denke auch mal, Twitch will genau das erreichen. Mehr Werbe, dass mehr manuell Werbung geschaltet wird, ja. Mia Maus, Dankeschön für 1000 Biddies. Vielen lieben Dank, meine Liebe. Dankeschön. Sehr großzügiger Support, Mia. Dankeschön. Klabustrator, Dankeschön für 25 Monate natürlich auch. Helmer, ich grüße dich, Mahlzeit. Ich baue noch Geschütztürme, ja. Ich will das nur mal eben einmal fertig haben hier. Klabustrator, Dankeschön auch von mir für 25 primige Monate. Lieber Liebe zurück, Dankeschön. Und nicht die Mama hier mit den 18 am Start. Dankeschön, vielen, vielen Dank, Dan. Dankeschön, Dan. Der macht die 1000 Subs voll, dann sofort Gameplay, war doch richtig professionell. Hat gut geklappt, oder? Ja. Hat gut geklappt. Der Memphis hat das hier als Idee in den Chat geschrieben, da habe ich gesagt, ganz ehrlich, alles klar. Gut, machen wir. Ja, ich weiß, aber ich fühle mich bei solchen Sachen immer dirty. Ich mag das nicht. Ich mag das nicht. So, ne? Ja, ich weiß, was du meinst, aber mittlerweile geht das. Man gewöhnt sich an alles, sag ich mal, ne? Man gewöhnt sich an alles. Nee, so ist das auch nicht gemeint, aber... Ja. Ja. Aber ja. Aber wenn das andere bedeutet irgendwie, ja gut, dann... Ne, das ist nicht so gut dann. 7,5? 8,5. Hm. Miss Busy einstellen als Bader. Mein Schnorte hier schon über 2 Jahre. Hallo? Der hat nochmal hervorgehoben, gestern sogar, dass er 5 davon mindestens selber bezahlt hat. Das hat er auch. Da war ich bei. Das hat er. Busy hat dir sogar schon mal 5 Gift-Subs rausgehauen. Das stimmt. Da habe ich mir gedacht, was ist denn hier los? Hat er Geburtstag oder was? Das stimmt. Oder wir? Das vergesse ich auch nicht. Ich weiß auch, was du meinst. Die Akzeptanz im deutschsprachigen Gebiet ist ja wenigstens deutlich größer geworden. Außerdem ist es schließlich euer Job. Ja, das stimmt. Ja. Das ist immer auch so ein schmaler Grat, ne? Das wissen wir auch. Wir mögen das auch nicht, wenn wir da Streamer haben und die schauen und man sofort merkt, worum es da hauptsächlich geht. Und wenn es hauptsächlich um reines Geldverdienen geht und das sehr offensichtlich ist, dann finde ich, geht für mich persönlich Spaß verloren. Ja. Dann ist das nicht mehr so sympathisch oder... Ach, ich,
kongruent. Ich, wie gesagt, bei mir ist das einfach so eine Sache. Ab einem gewissen Punkt würde ich das nicht mehr machen. So, das hat bei uns hat das Gründe, wenn wir das machen. Mhm. Gründe, aber menschliche Gründe halt. Ne? Und wir versuchen das halt auch. Es ist halt auch ein unangenehmes Thema. Mhm. Ne? Es ist ein unangenehmes Thema. Es ist so ein nerviges Thema. Da hat keiner Bock drauf. Da hat keiner Bock drauf, aber es ist halt dann manchmal so relevant, dass man kurz drüber schnacken muss, ne? Weil. Ja, ansonsten die Konsequenz ist halt relativ simpel. Die kennt man halt dann auch, ne? Und das beschäftigt halt einen. Na klar. Ne, das macht einen. Ist nicht immer super angenehm. Genau. Das ist auch alles okay. Ne? Wie gesagt, man geht ja auch nicht zum Bäcker und freut sich dann über das Gesprächsthema, dass dem Bäcker sehr schlecht geht. Genau. Deswegen, da hat man auch nicht so Bock drauf. Da möchte man ordentlich Brötchen kaufen, die gut schmecken, mit einem guten Gewissen nach Hause gehen und schön Mett drauf machen. Richtig. Und BRD, HZE, mein Lieber, Dankeschön für 6 Monate und Oompa Loompa mit den 15 Monaten. Oompa Loompa, du hast doch letztens erst gerade. Ja, Oompa Loompa kann hier jede Woche resubben, offensichtlich. Der lebt in einer anderen Zeitschiene. Cheater. Vielen Dank euch beiden. Dankeschön für den Support. Yo, in Green Stack haben wir auch drin, Teubo. Das ist super interessant. Ist also super nützlich. Nicht ein zu großer Eingriff ins Gameplay ist? Ich finde nicht, weil die Items verdienen musst du ja selber trotzdem noch. Nur diese komplett unverhältnismäßig großen Lagerhallen dann, ist dann schon irgendwo ein bisschen entgegen. Weiß ich nicht. Ich finde das schon okay so, weil Materialien sammeln musst du ja trotzdem. Bei was denn jetzt? Mit den Stacks-Mod. Es macht ja keinen Unterschied. Ja, genau, es wurde ja halt gesagt. Das ist nur Kapazität. Genau. Das ist halt nur, damit du nachher nicht so ein Riesenlager hast, wo du dann anfängst, irgendwelche Säulen bauen zu müssen und damit du deine orbitalen Funkfeuer, wie die halt früher mal hießen oder so. Mhm. Genau, für mich ist das Comfy Gaming. Genau. Ist ein bisschen convenient, ein bisschen Quality of Life. Man muss halt nur nicht mehr so Riesenlagerhallen haben. Ne? Richtig. Meine Frage, wer will denn überhaupt Felicia werden? Felicia ist weiblich, 45, langsamer Lerner und ein Pessimist und verweigert Soziales. Wer sieht sich da von euch, Chat? Wow. Kann aber schießen. Kann sehr gut schießen. Ella M. Ella. Ella? Sagt sogar die Mia. Tass. Leider nicht drogensüchtig. Ja, gut. RM. Ja, genau das, das stimmt. Und danach machen wir müssen Kikos und Tasse auch noch reinkriegen. Blob haben wir jetzt drin. Und Chat-Challenger, Moon, auf einen Kanälen ist das ja Content. Wenn ich Kanäle schaue und da kommen dann so Sachen wie, haha, ja, das ist ja super unrealistisch, daher ab XXX Subs mache ich dies und das oder dieses, oh nein, ich will doch endlich was erzählen, aber ihr unterbrecht mich ja ständig, oh nein, ich bin künstlich genervt, dass ich ständig von dem Subsound unterbrochen werde. Ja, genau. Oh, ich weiß exakt, was du meinst. Ja, aber bei manchen Leuten ist das nicht gespielt. Ja. Du bist halt, ich glaube, das muss einem selber passieren, damit man das ein bisschen nachvollziehen kann, wie das ist, weil das ist so ein, das ist auch manchmal einfach wow. Es ist einfach too wow. Too much manchmal. Ja, aber wie gesagt, ne? Guck mal, das war einfach. Ja, wenn die Bitkönigin das sagt, ne? Mir eben auch schon. Guck mal, ich bin Bitkönigin. Das kann man mir ganz einfach abluchsen. Ja. Diese Passive Baits hier. Aber ich sag mal so, was ich sagen kann ist, dass es wahrscheinlich nie ein Szenario geben wird, wo wir halt 2000 Subs haben und dann da steht Weekly Survival. Das wird es nicht geben. Nö. Ne? Ich will einfach klarkommen. Genau, einfach klarkommen. Und Spaß haben. Ja. Mehr ist es. Bussi sagt gerade, Junge, ich bin schon 30 Objekte in der Welt. Ich kann nicht alles sein. Bussi, du kannst alles sein, was du möchtest. Richtig. Und Bussi, im Moment bist du doch Bursi. Und nicht Bruce, ne? Oh, das war. Ey, ganz ehrlich, Bursi, jetzt mal Real Talk. Ich habe das früher wirklich so gelesen. Ja, Bruce. Bruce. Und das hat Bursi so des Todes getriggert. Und Blobs Plays sagt, Morgan, wegen dir habe ich gestern mit EFT angefangen. Und Alter, habe ich ins Gesicht bekommen. Hab mega Spaß, danke. Ey, Blobs, du kriegst, ist so. Aber Streams schauen hilft da. Wirklich, ich kann dir da Mario oder so ans Herz legen. Mario Pabango. Der hat halt richtig Check. Ja, Mia, das stimmt auch. Und dann, das möchte man einfach nicht. Das möchte weder der Zuschauer, noch möchte das der Streamer selber. Dann, das ist so eine Abwärtsspirale, wenn man damit einmal anfängt, glaube ich, sich in sowas zu begeben. Ne? Man bringt sich halt selbst in sowas, mit sowas in die Position, dass man aufgrund der Versprechen vielleicht keinen Spaß mehr hat am Game. Schwierig, genau. Ja, Bosi kann ich auch verstehen. Ist halt wirklich so. Und das, ne, also diese Situation muss man natürlich erstmal kommen. Aber ja, dann, das muss man dann ändern.
da muss man dann aufhören, das sowas zu machen. Da muss man das entweder in so Paketen sammeln und sagen, okay, jetzt bedanke ich mich mal wieder. Ansonsten hast du nachher einen Dankestream. Tatsächlich ging es bei uns auch mal ein bisschen krasser damit einher, Busi. Ja. Und deswegen haben wir zum Beispiel den Sub Alert, den Sound, ein bisschen verkürzt von so, ich glaube, 10 Sekunden auf 6 oder so. Genau, richtig. Um genau dem ein bisschen entgegenzuwirken, damit das nicht ein Danke-Danke-Danke-Stream wird, dass das nicht der reine Content ist. Ist klar, das ist halt auch nicht gut. Das ist aber auch so ein Spagat, den man halt immer machen muss. Genau. Und Skaldeax, mein Lieber, Dankeschön für 26 Monate. Vielen, 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 vielen lieben Dank. Chat Challenger, Dankeschön für 250 Biddies. Dankeschön für den Support. Vielen Dank. Extreme Subfall. Oh, Mechanoiden-Cluster. Ich habe auf Pause gedrückt. Oh Gott, ein Mechanoiden-Kampf-Cluster landet in der Nähe. Oh, der Cluster bleibt zunächst inaktiv, sodass du genügend Zeit hast zu überlegen, wie du ihn angreifen willst. Er wird aktiv, wenn er angegriffen wird, ein Timer abgelaufen ist oder ein Näherungssensor ausgelöst wird. Selbst inaktive Mech-Cluster sind nicht harmlos. Ein inaktiver Cluster kann gelegentlich angreifende Mechanoiden aussenden oder einen breiteren negativen Effekt haben, mit dem man sich irgendwann auseinandersetzen muss. Hier oben sind die. Oh, direkt beim Eingang oben. Ich habe Pause gemacht. Hier draußen liegen schon zwei Pikeniere. Die Sache, also ich habe eine Idee. Da sind auch zwei Auto-Inferno-Türme. Ich habe eine Idee. Die wird dir nicht gefallen. Pass auf, aber es ist eine effektive Idee. Sie mag dem ein oder anderen herzlos erscheinen, aber es ist eine effektive Idee. Jetzt komm nicht mit den Schweinen. Komm bitte nicht mit den Schweinen. Eine Tierzone erstellen, die hierhin machen. Und alle unsere Tiere dahin schicken und danach erst kämpfen mit unseren Leuten. Und dann gucken, was übrig bleibt. Das ist schrecklich, schrecklich unmoralisch. Das ist super unmoralisch, aber auch sicher und effektiv. Oder nicht? Knechtung, wenn das so ein paar sind, dann machen wir das auch ganz gerne mal. Jeden einzelnen Giftsub vorlesen und so, ja. Mhm. Aber wie gesagt, also das kommt halt immer darauf an. Na, wenn du halt eine Lyric bist, der halt, keine Ahnung, 20, 25.000 Subs hast, hat, der liest auch nicht mehr jeden vor. Jeden Zehnten sagt er mal, hey, danke schön dafür. Ja, genau. Tatsächlich, uns sieht er oft. Uns sieht er ganz oft. Ja, Bible Bros, what up, guys? What up? Morgen, ich bin da bei dir. Ganz ehrlich, und pass auf, wir sind auch Fanboys. Ein Tweet von uns hat Lyric zweimal schon geliked. Ja, wir sind gerade schon in einem Clip von Lyric. Oh, der gesagt, ja. Waffle in 10 years. Ist jetzt nicht die positivste Message, ne, aber Cookie okay. War schon mal bei Lyric zu sehen. I eat that. Waffle in 10 years. German Streamer, Waffle in 10 years. Mörser, ja, das Problem an der Sache ist, mein Lieber. Wir haben noch keine. Ich bin aber schon am Forschen. Aber das werden wir nicht mehr schaffen. Ist das nicht schon ganz schön weit? Ja, aber wir müssen dann Mörser bauen, Munition herstellen. Nee, das werden wir nicht schaffen. Moment, ich sehe hier. Ach schade, die sind schon wieder weg, ne, Besuchergruppe. Also ich würde sagen, also es gibt zwei Möglichkeiten. Die Schweinetaktik. Oder? Die Schweinetaktik finde ich jetzt nicht so bad. Oder wir stellen, pass auf, wir lassen die Geschütze hier fertig bauen, ne? Dass die sind ja schon im Bau, müssen nur noch Strom und so weiter. Und dann schießen wir mit der Sniper drauf und gehen dann um die Ecke und lassen erstmal die Viecher kommen. Das Problem daran ist aber, dass dann diese Geschütztürme, diese vier Stück, die werden dann auf uns schießen. Das Ding ist, die großen Inferno-Türme haben eine Mindestrange. Das heißt, Cherie könnte da hart attacken im Nahkampf. Die haben auch nur 180 HP. Ja, aber daneben die Minigun-Türme haben gar keine Range. Diese Minikugelwerfer. Ich weiß, die müssen wir auch dann schnell wegmachen. Warten, bis Besucher kommen? Hat der Mech-Cluster ein Abwehrfeld gegen Projektile? Ein Dämmerlicht? Ja, der. Nee, ein Nährungsaktivator? Nee. Der hat keine Mörserabwehr, nein. Schick mich dahin, ich kläre es alleine. Run! Moin erstmal, hallo. Ich bin für Schweinetaktik. Tatsächlich ist das nicht die schlechteste Idee. Pass auf, ich will nur mal die Zone schon mal einrichten. Mia Maus, vielen, vielen Dank. Dann ganz viel Spaß auf jeden Fall beim Zeichnen. Wie viel Range haben die? Oh Gott. Die haben richtig. Ey, da darf noch. Nee, guck mal. Der kann hier so reinfeuern. Ich weiß. Das steht auch wunderbar. Also wir könnten, pass auf, wir müssen das jetzt machen. Ich mach da was klar. Pass auf. Jetzt auch die Frage. Noch eine andere kleine Zusatztaktik. Ja, was denn? Damit wir mit den Leuten da besser rankommen. Mhm. Vielleicht hier was abreißen. Ich würde die erstmal alle hier hinschicken. Genau, genau. Und dann, bevor wir losstürmen, machen wir die Mauer kaputt dann. Warte mal, dann schicken wir erstmal die Viecher los. Ich würde sagen, wir schicken die Viecher los und dann stürmen wir. Mit allem, was wir haben und drücken das durch. Ja, warte mal, wir müssen mal gucken, ob alle vernünftige Waffen haben und so. Ella hat zum Beispiel nur eine Nahkampfwaffe. Moment. Ella hat eine Faust. Ja, Faust ist aber nicht so gut für jemanden, der 13 Fernkampf hat. Hier ist noch eine Autoshotgun.
Oh. Gibt es Ella. Warte, nee, wer war denn? Ich habe die anderen schon geändert. Ella und Bossgranaten sind jetzt Jäger. Ja, okay, aber irgendeiner hatte doch schießwütig. Ich glaube, das war Blob. Blob? Nee, der hat sorgfältiger Schütze sogar, deswegen hat das... Hamburger Jung hat das. Aber der hat nur zwei Fernkampf. Ich würde das lieber Ella okay. erstmal geben. Okay, Ella kriegt die Auto-Shotgun. Okay, und dann geht sie da auch gleich hin, ne? Mhm, haben gerade Pause weggemacht. Okay. So, Schweinezone. Noch nicht, habe ich schon gemacht. Alles gut. Okay, okay, super. Alles fertig. Das. Okay, du machst dann mit den Schweinen. Mhm. Du bist ja Schweinedorf. Schick Ella gleich mal eben hier hoch. Schweinedorf.